Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen YouTube-Video. Heute holen wir Katze Nummer 2. Wir haben tatsächlich noch keinen Namen, also falls ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr sehen wollt, wie Rio zu uns nach Hause kam, könnt ihr auch gerne jetzt hier oben nachschauen. Da werde ich euch das Video verlinken. Und ja, wir fahren auf jeden Fall gleich los. Wir müssen ungefähr eine Stunde fahren. Das Witzige ist eigentlich, dass die Katze aussieht wie Rio, nur dass sie eine reingerissene Kuh ist. Also es ist tatsächlich auch die gleiche Mutter, nur ein anderer Vater. Richtig goldig. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig gespannt, wie die Zusammenführung klappt. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Ich habe mich dann tatsächlich entschieden, die Tür aufzumachen. Ich wusste gerade nicht, wo der Kleine ist, aber der Rio war so neugierig und ich dachte mir, solange der jetzt den nicht angreift, beobachte ich jetzt einfach mal kurz. Und ja, ihr seht es ja gleich, hat eigentlich ganz gut geklappt, bis auf dass er ein kleines bisschen Angst hat. Ja, bin mal gespannt. Wenn er die Angst ablegt, wird es bestimmt. Rio ist hier gerade die ganze Zeit vor der Tür und will unbedingt rein.
Wow. Müsste das jetzt gerade sehen. Hat sich vor mich gelegt. Mit dem kleinen Video über die Zusammenführung. Ich wollte es nicht zu lang ziehen. Ich denke auch, dass es halt noch ein bisschen längerer Prozess, bis sie sich wirklich 100% aneinander gewöhnt haben.
und 100% miteinander klarkommen. Am Anfang war es schon sehr Rio-lastig, also er ist schon arg auf ihn losgegangen, hat sich natürlich super gefreut, dass endlich jemand da ist und war auch ein bisschen zu grob. Er lernt aber wirklich von Stunde zu Stunde dazu, gibt ihm auch langsam mehr Freiraum und ist auch viel vorsichtiger, da bin ich echt froh drüber, weil manchmal war es echt ziemlich grob, da tat mir der Kleine schon ein bisschen leid. Ja, aber wie gesagt, es ist ein Lernprozess und ich nehme das eben auch nicht übel für ihn. Ist halt der Rio gerade der Kleine eine ganz große Attraktion. Aber ja, wie gesagt, es wird immer besser und ich bin da auch wirklich sehr erleichtert, dass das so geklappt ist. Ich denke, das hätte man, die ganze Zusammenführung hätte man viel besser machen können und es gibt auch tausend Möglichkeiten, aber ja, ich habe in dem Moment ein bisschen auf mein Bauchgefühl gehört und ich denke auch, dass es ganz gut geklappt hat. Wird auch jetzt im Nachhinein nicht viel anders machen. Falls ihr irgendwie ein Update haben wollt, wie es mit den beiden jetzt weitergeht, könnt ihr mich gerne auf Instagram abonnieren. Da lade ich nämlich täglich Stories hoch von den beiden auf den Katzenkanal und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Sonst natürlich auch gerne hier auf dem YouTube-Kanal mich abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar schreiben. Würde mich auf jeden Fall super freuen. Ja, sonst vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.